Ey, du bist schon cool, weil du im Internet beleidigst, nach Streit suchst. Aber pass mal auf, ich sag dir eines, komm mit deinem Gewissen in ein paar Jahren klar. Wenn du selber Kinder hast und sie gemobbt werden, ja, ist es dann noch cool, wenn du ihre Tränen siehst und daran denken musst, du warst doch auch mal irgendwie eher nicht, ne? Also lass den Scheiß, du musst nicht mitmachen, sag doch nein. Lass den Beat laufen, ich möchte euch eins fragen: Warum brechen wir Herzen, wenn wir davon nur eins haben? Ach und nur mal so, vielleicht ist seine Ma todkrank und du nennst ihn einen Hurensohn. Oder vielleicht hat er nicht mal mehr eine Mom. Mach dir das mal klar, ist das dann immer noch Spaß? Ist es immer noch witzig, wenn es ihn tief trifft? Nein, das ist es nicht, ich sage dir, dass sowas mies ist. Wenn die Liebe ihn verlässt, ist es hammerhart. Das Mädchen ist todunglücklich, doch lächelt für die Kamera. Denn ihr Ex soll nicht sehen, dass sie weint, dass sie leidet wegen ihm. Nein, das gibt sie ihm nicht preis. Man weiß Bescheid, wenn man Fehler gemacht hat. Denn Fehler macht jeder, denn jeder Mensch ist ja anders. Der eigentliche Fehler ist, wenn man keine Reue zeigt. Du weißt nie, wann ein Mensch geht, das könnte heute sein. Du bist schon cool, wenn du im Internet beleidigst, nach Streit suchst. Aber pass mal auf, ich sag dir eines, komm mit deinem Gewissen in ein paar Jahren klar. Wenn du selber Kinder hast und sie gemobbt werden, ja, ist es dann noch cool, wenn du ihre Tränen siehst und daran denken musst, so warst du auch mal irgendwie eher nicht, ne? Also lass den Scheiß, du musst nicht mitmachen, sag doch nein. Wenn du siehst, wie sich Menschen bekriegen, sag nein. Check am besten noch einfach mal Liebe, sag nein. Sag nein, sag nein. Sei besonders, denn von den anderen gibt's so viele. Lass doch Menschen ihre Hobbys haben, weißt du, Schönheit ist Charakter. Und keine Modelmaße, keiner kann sich malen. Und rate mal denn, der Junge, den du gerade fett nennst, ist wahrlich ein Held. Er ist nicht so wie du, er macht keine nieder, er bekämpft nur eine Krankheit, Jahr für Jahr wieder. Sei doch froh, wenn es dir gut geht, verdammt. Wegen Mobbing haben Leute vor der Schule schon Angst. Das ist krank, ich würde es gerne anders nennen. Sag, bist du durch deine Schönheit ein anderer Mensch? Nein, Mensch ist Mensch, jeder hat ein Herz, nur ein Leben. Also Gott verdammt, man bleibt fair. Es ist das Nein wert, sag dazu Nein. Denn das Mitmachen ist uncool, dagegen sein hat Style. Sag Nein, sei den Kleinsten ein Vorbild. Gegenseitiger Respekt ist dazu die Formel. Du bist schon cool, wenn du im Internet beleidigst, nach Streit suchst. Aber pass mal auf, ich sag dir eines, komm mit deinem Gewissen in ein paar Jahren klar. Wenn du selber Kinder hast und sie gemobbt werden, ja, ist es dann noch cool, wenn du ihre Tränen siehst und daran denken musst, so warst du auch mal irgendwie eher nicht, ne? Also lass den Scheiß, du musst nicht mitmachen. Sag nein, wenn du siehst, wie sich Menschen bekriegen. Sag nein, check am besten noch einfach mal Liebe. Sag nein, sag nein, sag nein. Sei besonders, denn von den anderen gibt's so viele. Gewalt in der Menschheit, sag nein, weil es an den Kleinsten hängen bleibt. Sag nein, denn du musst niemals mitmachen, sonst wirst du später dein Gesicht lassen. Sag nein, ja, denn keiner ist perfekt, also sei zu deinem Umfeld nett. Sag nein, ja, mach mit und sag nein zu einer bitteren Wahrheit. Sag nein, wenn du siehst, wie sich Menschen bekriegen. Sag nein, check am besten noch einfach mal Liebe. So viele. Sag nein, wenn sich Menschen bekriegen. Sag nein, schenk am besten einfach Liebe. Sag nein, sag nein, sag nein. Sei besonders, denn von den anderen gibt's so viele. Sagt nein!